Weihnachtsbrust. Haben Sie schöne Weihnachten gehabt? Also ich nicht. Es hat alles damit angefangen, dass wir eine Kirche wählen, die aber wegen der Innenrenovierung geschlossen war. Dann sind wir halt in einen anderen namhaften Flecken auf die Filter in die Kirche gegangen. Das wäre eigentlich auch nett gewesen, bloß hat mich irgendwann einmal Blas gedruckt. Dann bin ich in der Sakristei aufs Klo gegangen und wo ich erleichtert wieder an dem Christfestbrauch beiwohnen wollte, bin ich nämlich aus dem Klo rausgekommen, weil der Mesmer inzwischen die Sakristeianbau abgeschlossen hat. Von ferne habe ich noch die Kantorei-Jubiläer hören. Das war vielleicht ein besinnlicher heiliger Abend, weil mir kein Mensch in meiner Andacht gestört hat. Und nach dem Gottesdienst haben sie mich aber wieder rausgelassen, aber wahrscheinlich bloß deshalb, weil der Mesmer selber hat zum Bieseln müssen. Der Rest vom Abend war noch aber wirklich richtig schön. Natürlich hat der Renzer vom reichlichen Essen so gedruckt, dass ich die halbe Nacht nicht hätte schlafen können. Am nächsten Tag sind wir noch zu meinen Schwiegerleuten auf die Alp gefahren, wie sie das bei uns gehört. Und weil es recht eisig war, hat Oma im Kamin ein gemütliches Feierle gemacht, solange wir in der Kälte mit dem Opa spazieren gegangen sind. Und wo wir zurückgekommen sind und der Opa das Feuer im Ofen gesehen hat, hat ihn der heilige Schlag am Christtag schier getroffen. Er hat nämlich die Umschläge mit dem Weihnachtsgeschenkgeld für seine 12 Enkel im Ofen versteckt gehabt. Das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen. Aber die weihnachtliche Offenbarung meiner Tochter, sie hat jetzt einen Freund aus dem Badischen, das hat man dann doch von uns Weihnachten versaut. So ist halt.